Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ah, ist die Weitsicht nicht gut geworden. Man könnte es noch höher stellen, werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge auch. Jetzt mal, es war schon in der vorigen Folge, aber ich habe es vergessen. Sie sagen, ich habe die INI-Einstellungen im Ordner hochgestellt. Und sieht doch richtig hübsch aus und ich habe immer noch 60 FPS. Und ja, finde ich richtig toll. So, ich habe ein paar Wächterlehrlinge getötet. Die guten Goblins, die gut droppen, aber sie sind noch ein bisschen zu zäh und sie droppen irgendwie nichts. Plötzlich, also beim Barbar haben die extrem gut gedroppt. Vielleicht war es auch nur eine Glückssträhne. Aber wir werden jetzt kurz das Level jetzt noch beenden. Also ein Level höher gehen, dann sind sie hoffentlich blau. Und auch ein bisschen einfach. Wer ist das? Der Nase weiß. Okay. Der auch mal wieder da. Gut. Also, in einer der nächsten Folge werde ich mal warten. Momentan ist leider nicht so die Zeit dafür, für Fortschlachten. Weil, Syrtis hat Ignis vor Great Wall angegriffen. Dann habe ich das mal ein bisschen pausiert, also habe nicht aufgenommen. Und jetzt bin ich wieder reingegangen und da ist scheinbar wieder alles in Ordnung. Vielleicht wurde die Invasion abgewehrt. Aber dann hätte ich ohne, nicht gut aufnehmen können, weil ich ja nicht raus kann, wenn alle Syrten vor dem Tor hocken. Und ja, deshalb habe ich noch ein Dragos News hochgeladen. Wo das Neueste ist, eben über den Stress, also über den Ding, über die Probleme auf dem Minecraft Group, Craft Server und ja, über Champions of Regnum. So, wir gehen zum Schrein und machen da die Quest, dann haben wir noch in der östlichen Sandwüste in der Quest und in der vulkanischen Zone. Gut, dann werden wir die dann machen, bis wir Level 27 sind. Und schauen nochmals, ob die dann blau sind. Au, das hat viel Schaden gemacht. Spinnst du, blöder Troll? Ja, ich freue mich riesig auf die Fortschlachten. Ich freue mich riesig auf den Endcontent. Und aufs Weitermachen mit dem Baba. Ich hoffe, ich habe bis dann ein gutes Schwert oder eine gute Waffe gefunden, damit ich ein bisschen mehr Schaden mache. Also beim Baba habe ich schon sehr viel Schaden, aber ich muss noch mehr Schaden machen und mehr Defensive haben. Aber Defensive ist schwer hochzumachen. Der Unterschied ist nicht so groß, wenn man jetzt alle Ausrüstungen auf plus 17 hat oder plus 20. Deshalb Baba momentan nix. So. Das Gift habe ich. Raman, der muss oben sein, ja. Dann gehen wir noch kurz. Oh nein, der ist hier unten. Ah, das ist Magma Herz, ja. Die Quest machen wir auch noch gleich. Also. Lieber am Bind rumstehen und jammern. Genau. So. 6 Eisen habt ihr. Habt ihr sie getötet immerhin? 3 Hexer, 2 Bäsche, 1 Bogi und Shelly habe ich gesehen. Was ist Shelly? Wahrscheinlich einer der Ober-Noobs, nein, der guten Spieler. So, wir nehmen einen Brief an, aber einen, der viel Geld gibt, XP. Ich sage schon Geld zu dem. Ich bin auch müde, man sieht es. Gott, oh Gott, ganze Nacht Meisterfeier geschaut, bis um 2:30 Uhr morgens ging die Meisterfeier. Die größte im ganz
Auf der ganzen Welt sogar. Wahnsinn. So. Jonamas Ring. Stärke plus 3. Ne. Gut. Haben wir das auch? Nein, das ist ein anderer. Das ist der Erzmagier-Ring. So. Ja, die hier müssen wir nicht skillen. Gehen wir jetzt auf diese Seite müssen wir. Ein bisschen leiser. So. Naja, hat fast nichts gebracht. Muss ich nur leiser stellen. Manchmal ist es leise, manchmal ist es laut. Und mein neues Headset geht immer noch nicht gut. Ich werde es wahrscheinlich zurückbringen und ein anderes kaufen. Ich finde es schade, dass bei den teuren Headset eigentlich nur Werbemacher ist, aber der Sound trotzdem nicht gut ist. Grabwächter, ja, ja, ist ja klar. Komm schon. Jetzt. Golem, komm raus. Erdrück ihn. Zerquetschen. Oh, so will er. Ja, greif an. Wieso ist das ein Pet? Wieso ist das ein Jäger-Pet? Oh Gott. Ich hasse die Stellung. Ich habe gehört, dass Champions of Reckon jetzt recht groß weiterentwickelt wird. Dass das Skillsystem überarbeitet wird und irgendwie auch die Fortschlachten und so weiter. Finde ich richtig toll von NGD. Und das zum richtigen Zeitpunkt. Finde ich top, top. Ja, das ist eine uralte Mumie, die brauche ich nicht. Wieso mache ich so wenig Schaden? So langsam haben die Gegner einfach viel mehr Defensive. Viel mehr Leben, alles Mögliche. Bisschen schade, aber. Nun gut. Ah, bin ich müde, Aber ich möchte ja euch noch eine Aufnahme machen. Später denn heute oder morgen früh, wenn der Part kommt, werde ich dann wacher sein. Aber momentan, ich weiß nicht, irgendwie im Let's Play, also während der Aufnahme gehe ich irgendwie mehr, als wenn ich nicht aufnehme. Vielleicht, da ich jetzt einfach konzentrierter bin und deshalb auch die Müdigkeit mehr merke. Aber sollte euch nicht stören, hoffentlich. Sonst könnte ich es ja sagen. Aber ich habe jetzt heute nur 3 Stunden geschlafen und das war zu wenig. Hab viel zu tun, hab viel zu trainieren. Mein Körper ist schon ausgelaugt und alles Mögliche. Yay. Gut, dann nehmen wir mehr Quests an. Mit Megara reden, wo ist die? Da drüben. Und der da. Later. Jetzt haben wir die 3. Was? Ah, Liebe ist wunderbar. Okay. So, und dann wieder zurück. Was? Das war die Quest? So. Wenn ihr vorgelesen haben wollt, dann dürft ihr es gerne in den Kommentar schreiben. Aber es ist meistens nicht so spannend und ihr könnt auch kurz das Video pausieren und dann durchlesen. Ich bin einfach nicht so der gerne Vorleser. Komm, wir können gleich skillen. Noch ein paar EXP, dann haben wir Level 27.
Wieso? Was jetzt müssen wir noch alles machen? Oh je. Und mit dem muss ich noch reden. Der da drin. Okay. Der andere. Ein Liebesbrief. Aha. Gut, dann hier vorne. Wieder zu ihr. Was? Aha, jetzt muss ich wieder Grabwächter töten, oder was? Nö. Da vorne, okay. Da drin, ja. So. Die Quest können wir auch annehmen. Oh, Belohnung. Legende beschwören. Ja, aber muss ich jetzt das machen? Ich weiß nicht, für was Legenden beschwören ist. Ich glaube, da kann man einen anderen Spieler oder so beschwören. Yay! So, dann mal leveln. Oder Staten. Skillen. Dazu hier. Und trainieren. Zuerst Beschwörung. Das ist immer noch nicht mehr als drei. Wir bekommen langsam ein Problem. Ja, dann nehme ich das raus und mach's hier rein. Geht nicht. Ja, mach's hier rein. So. Käferschwarm ist 5 Sekunden. 6 Sekunden. Okay. Gut, Käferschwamm auf 2 gemacht. So, und jetzt müssen wir hier noch in der westlichen Sandwüste kurz was machen. Weil die andere führt ja dann nur zu Alter Red. Alter Dead, glaube ich. Allah Head, genau, Allah Head, nicht Dead. Der Allah ist noch nicht tot, er ist nur ein Kopf. So, Grabwächter wieder angreifen. Aber jetzt den den Dämonen beschwören. So meinen immer alle rote Pinks hätten sie und so. Voll die Ausrede. Aber sonst haben sie nie Lex, aber genau wenn sie dann peinlich etwas hinkriegen, haben sie Lex. Naja, so sind die Spiele. Kleine Pushis. Je nachdem, aber es gibt schon oft Leute, die halt irgendwelche Ausreden suchen müssen. Das sah jedenfalls wirklich aus wie ein Pussy. Also, wie ich es geschrieben habe. Weil wenn man gleich so ein Smiley macht, der nicht gerade begeistert ist, dann heißt es meistens, dass es einer ist, der eine Ausrede sucht. Ja, okay. Ich habe auch manchmal Ausreden, aber sehr wenig, also nur um meine Ehre zu retten. Ist ja nicht so schlimm, wenn man Ausreden hat. So, und jetzt wohin? Da links. Man sieht auf der Minimap, wenn man zu nah ist, nicht wohin man muss. Das ist schlecht gemacht. Aber ja, man findet es ja schon dann. Also jetzt nehmen wir alle in Allahed an und in Altaruk und machen hier dann später weiter, außer ich habe eine gute Quest hier. Nein, die nicht. 5000! Die nehmen wir an.
Sprecht mit Welt. Ah, Mann, ich komme einfach nicht zum Magma Herz. Diese Quest ist einfach zu weit weg. Aber wir werden jetzt den gleich. Also wenn wir jetzt hier irgendwas außerhalb von Artruck, Medinet machen müssen, dann werden wir sie natürlich nicht machen. Ja, toll. Was müssen wir jetzt hier machen? Eigentlich will ich ja nicht leer leveln. Weil ich eigentlich farmen muss. So, jetzt mache ich es nicht mehr weiter. Die gibt zu viele Farmen, ja. Und wir müssen sicher auch noch viele Monster töten. Deshalb gehen wir jetzt zum Magma Herz. Wieder unten durch. Und machen diese Quest, die eigentlich sehr, naja, nicht schlecht ist, sagen wir es mal so. Gut ist sie ja nicht. So. Sie hält immer noch herum. Es ist das Internet kaufen, sage ich dazu nur. Ich hatte früher auch immer Lex. Dachte, es wäre der Server und so. Aber ein bisschen ein besseres Internet und dann geht alles. So. Und jetzt unten durch. Man könnte oben durch, ist ein bisschen kürzer, aber hier gibt es Magnaniten. Magnaniten, yes. Ich habe schon so viel und weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Mit den, also jetzt hier habe ich 62 und irgendwie 350 auf dem Barbar. Und auf dem Jäger habe ich auch recht viel. Und noch ein bisschen im Lager. Ja, ja. Ring der Telekinese habe ich noch bekommen, okay. Gut. So, dann machen wir noch die Ding-Quest. Die Blüte-Quest. Und im nächsten Part dann farmen. Und im übernächsten Part vielleicht dann schon ein paar. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Also, tut mir leid, wenn es jetzt ein paar Folgen nicht die Reichsschlachten gibt. Wegen dem Farmen, weil ich darf nicht zu viel leveln, damit ich bei den Goblins lange kloppen kann. Aber ich verspreche euch, danach werde ich natürlich machen. Mal schauen, bei welchem. Wahrscheinlich beim ihm. Ich werde mich dann einfach umskinnen. Und werde auch noch ein paar Stunts mitnehmen und so. Jo. Gut, die Magma-Blüte ist irgendwo hier hinten. Da drüben, seht ihr sie? Da. Jo. Und eben, wenn Leute mitmachen, dann wird es noch geiler. Und ich werde mich bemühen, dass ich ein gutes... Ja, dass ich gut ankomme bei den Leuten hier im Reich, damit ich auch viele Kollegen so bekomme. Aber wenn jemand spielt direkt Champions of Regnum und auch in diesem Reich, auf diesem Server ist, der darf gerne mehr anschreiben. Und ihr könnt mich auch als Freund hinzufügen, dafür braucht ihr keine Bestätigung. Und dann könnt ihr mich anschreiben, wenn ich grün bin. Also ich bin relativ oft auch am Abend hier online. Und ja, ich freue mich. Also ich freue mich riesig, wenn es dann mal losgeht mit dem richtigen RVR Let's Play. Hui, ist das geil. So, wir haben hier gar keine. Da unten ist noch einer. Ja, hier drüben, da bin ich auch hier hingegangen. Hier gibt es immer am meisten hier einen.
So. Golem, komm raus! Pokéball, los! Georok ist das. Nein, dieser Kristallgolem, wie heißt er schon wieder? Eisgolem. Weiß es nicht, wie der Eisgolem heißt. Genau, der ist es. Von der dritten Generation ist er. So ein Spezialmonster. Ah, Regi-Stil, Regi-Eis heißt er. Regi-Eis oder so. Genau. Käferschwarm, los! Ja, wo gehst du jetzt hin? So, 4 von 8. Da ist noch einer. Die Musik nervt. Ja, gar keine Musik, okay. Wenn diese Regler so spackt, dann hat gar keinen Sinn. Oder es beginnt wieder. Hallo? Muss ich jetzt Doktorarbeit spielen? Jetzt sollte es eigentlich gehen. Geh mal wieder los. Naja, von mir aus. Ja, mit 2, dann fehlt uns noch einer am Schluss. Oder was? Boom! Ja, noch eine fehlt uns dann. Wo ist die letzte Hyäne? Wo ist die letzte Hyäne? Du, 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 du. Hallo. Nicht spacken. Käferschwamm, los! So, und jetzt müssen wir wieder herklicken, oder was? Aha, ausgewachsene Panther jetzt auch noch. Oh. Ist zu weit weg, ich kann nicht ziehen. Oh. Einen. Oh. Nachher nochmal ein bisschen schlafen und dann nochmal seine Rechnungfolge aufnehmen, damit ihr genug habt und ich auch euch viel zeigen kann. Das mache ich gerne. Auch da momentan das Minecraft-Projekt nicht kommt. Weil ich ja eben keine Rechte mehr auf dem Server habe, aber also das deshalb auch keine Teleportation und so. Geht es leider nicht momentan. Aber eben, alles hat mal ein Ende und etwas Neues kommt immer. Wie gesagt, ich bin sehr interaktiv. Wenn jetzt etwas endet und ihr habt etwas gegen, ich kann etwas anderes machen, etwas Besseres. Aber das geht noch einige Zeit, weil ich einen neuen Server aufmachen muss. Und so weiter. Was ich wahrscheinlich werde, ist nur Leute drauf tun, die ich jetzt kenne. Und andere müssen dann sich anmelden. Und ja, müssen halt ein bisschen Geduld haben. So. Also der Server wird wahrscheinlich whitelisted sein am Anfang. Okay. Haben wir es jetzt? Was müssen wir jetzt nochmal? Interagiert mit Magma Herz. Ist es klar? Das ist doch klar, oder? Golem? 5, 4, 3. 2, 1, jetzt. Genau richtig. So, Odele. Nach dem unangenehmen Arbeit, Lebenssaft auf dem Boden zu verteilen, seht ihr die mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit wachsen. Ihr könnt einige von ihnen einsammeln. Bringt sie nun zu Agnor. Okay, das dann in der nächsten Folge. Und ich schaue währenddessen mal zum Schammer fort und schaue, ob sie blau sind. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis dann. Tschüss.